Wintersemester gibt es hier an der FHU die neue Webanwendung darfichrein.de. Diese Webanwendung soll dabei helfen, Infektionsketten bei Präsenzveranstaltungen leichter nachverfolgen zu können. Und das alles soll uns dabei helfen, endlich wieder hier in den Hörsaal kommen zu können. Die Anwendung ist super einfach und schnell zu bedienen. Und wie das genau funktioniert, das erkläre ich euch jetzt. In den Hörsälen ist auf jedem Platz, auf den ihr euch setzen könnt, dieser Aufkleber angebracht. Der erste Schritt ist, den QR-Code zu scannen. Das könnt ihr entweder mit einem QR-Code-Scanner oder mit eurer Handykamera machen. Dann öffnet sich die Seite automatisch oder ihr klickt nochmal auf den Link, der sich daraufhin bei euch auf dem Handy öffnet. Hier klickt ihr auf das Feld Kontaktdaten angeben und gebt nun zuerst euren Vornamen, dann euren Nachnamen, dann eine Kontaktoption an. Hier könnt ihr zwischen persönlicher Anschrift, Telefon oder E-Mail auswählen. Je nachdem, was ihr gewählt habt, müsst ihr das dann natürlich auch später angeben. Zum Schluss sucht ihr euch einen PIN aus. Der wird dazu verwendet, um die Daten zu verschlüsseln und damit ihr nicht, wenn ihr jedes Mal den Hörsaal wechselt, die Daten alle nochmal neu eingeben müsst. Mit dem Klick auf Check-in schließt ihr die Anwendung ab und seid offiziell im Hörsaal angemeldet. Sobald die Vorlesung vorbei ist, könnt ihr euch auf derselben Seite wieder auschecken. Klickt auf Checkout. Und schon seid ihr ausgecheckt. Es wurde registriert, dass ihr gegangen seid und ihr könnt ohne Probleme das Gebäude wieder verlassen.